Hallihallo, meine Lieben. Hier seht ihr den kleinen Pflanztopf. Das ist im Prinzip ein kleiner Pflanztopf für die Küche, wo man das einfach auf die Kochinsel stellen kann, wo man halt verschiedene Kräuter drin pflanzen kann. Dafür habe ich insgesamt eins, zwei, drei und vier Fächer sozusagen. Und hier sehen wir einmal Basilikum und dann Schnittlauch, so zum Zeigen einfach mal. Und hier könnt ihr natürlich noch Thymian reinmachen oder Melissengras zum Beispiel oder andere Kräuter. Ja, Vorteil ist auf jeden Fall, ihr könnt dann immer wieder nachernten und sieht hübsch aus, schlicht, elegant. Ja, durch diese natürliche Art und Weise, diese Maserung hier, kommt natürlich das Grün, das saftige Grün von diesen Kräutern besonders gut zur Geltung. Das ist handwerklich hergestellt von Keramikstudio Anne Werner und es besteht auch die Möglichkeit, quasi ein zweites Teil zu kaufen und das dann oben drauf zu stellen. Das habe ich euch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Dieses hier ist zweimal gebrannt worden, unglasiert und hat hier in der Mitte noch ein Loch. Ich zeige es mal schnell. Da zum Pflanzen sozusagen. Ich habe jetzt einfach diesen Blumentopf da reingetan, diesen Basilikum. Genau, und ja, wenn ihr den bestellen wollt, könnt ihr gerne auf meinem Webshop schauen. Der nennt sich der kleine Pflanztopf oder Kräuterteiler. Ich weiß es noch nicht genau. Kräuterteiler klingt eigentlich auch ganz cool, oder? Entweder kleiner Pflanztopf googeln oder Kräuterteiler. Ich habe natürlich auch noch einen großen Pflanztopf. Den seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann. Danke. Tschüss.